hier sind wieder aus dem Hai. Wir stellen euch das Familienspiel Lamaland vor. Es ist für 2 bis 4 Personen, geht ungefähr so 30 bis 60 Minuten und wird ab 10 Jahren empfohlen. Bei Lamaland geht es darum, dass wir Ebenenfarmer sind, die auf hohen Ebenen quasi hier ihre Farmen haben und wir versuchen die meisten Punkte zu machen. Punkte kriegen wir zum einen durch Wetten, die wir abschließen, die ich später noch erkläre, und zum anderen dadurch, dass wir Lamas kriegen. Ein Spielzug ist folgendermaßen aufgebaut. Jedes Mal, wenn wir dran sind, wählen wir eine von diesen 5 Formen aus und können davon ein Landplättchen uns nehmen und das bei uns anbauen. Das können wir entweder anlegen oder wir können das drauflegen. Dabei ist wichtig, wenn wir das drauflegen, dass wir dabei immer ein Feld mindestens bedecken mit jedem Form. Wenn ich das jetzt zum Beispiel so bauen würde, würde das hier schweifremd hängen. Das geht nicht. Dafür haben wir insgesamt 3 von diesen Grundsteinen, die wir dann darunter legen können. Und dann dürfte ich das auch so bauen. Wenn ich diese Plättchen baue, wenn ich anbaue, darf ich grundsätzlich mit einem von meinen farbigen Markern eine Wette abschließen. Diese Wetten haben verschiedene Effekte und geben uns am Ende des Spiels Punkte. Zum Beispiel habe ich hier die Wette, dass ich mindestens 4 von den Kakao-Lamas habe, oder hier 4 von den Kartoffel-Lamas, oder hier, dass ich 5 Helferkarten mindestens habe. Darauf könnte ich jetzt zum Beispiel wetten und sage, ich habe am Ende des Spiels 5 Helferkarten. Und wenn ich das habe am Ende des Spiels, würde ich, weil ich der Erste bin, der die Wette gemacht hat, 12 Punkte geben. Der Zweite würde 9 Punkte kriegen, der Dritte würde 6 Punkte kriegen. Wenn wir allerdings ein 2-Personen-Spiel spielen, muss diese mittlere Farbe Feld immer leer bleiben. Das heißt, der Zweite würde nur noch unten die Punkte kriegen, in dem Fall halt 6. Ich habe aber auch natürlich die anderen Wettkarten hier. Dieses sagt, dass ich mindestens 6 Lamas habe, die weder waagerecht noch senkrecht an einer Lücke oder einem Randgebiet stehen. Das heißt, sie stehen immer mitten auf einem Feld. Wenn ich davon 6 Stück habe, würde ich diese Wette auch erfüllen. Hier habe ich die Herdenwette. Diese Herdenwette sagt, wenn ich mindestens eine Herde habe mit 4 Lamas, kriege ich auch da die Punkte. Hier geht es darum, dadurch, dass ich ja auch hochbauen kann, wenn ich 4 Lamas auf der 2. Ebene platziere, kriege ich da die Punkte. Und hier geht es darum, dass ich, egal wie, sofern ich irgendwie zum Beispiel so baue, 4 Lamas auf der waagerechten oder auf der senkrechten Ebene habe, würde ich Punkte kriegen. Dabei ist es egal, die müssen nicht zusammenhängend sein. Ich kann also ein Zier haben, ein Zier, ein Zier, ein Zier. Hätte dann eine Lücke dazwischen, würde trotzdem diese Wette erfüllen. So, wenn ich etwas überbaue, kriege ich alles, was ich überbaut habe, kriege ich die Rohstoffe. Also in dem Fall würde ich jetzt hier Kakao kriegen, hier würde ich Mais kriegen. Wenn ich das Dorf hier überbaue, zum Beispiel mit einem anderen Dorf oder irgendwas anderem, dürfte ich eine von den Helferkarten nehmen. Und wenn ich eines von den Münzsymbolen hier überbaue, dann darf ich mir eine Münze nehmen. Die Frage ist nun, wie bekomme ich an die Lamas dran? Weil die Lamas sind ja ein zentraler Punkt des Spiels. Die Lamas kriege ich immer, wenn ich mindestens 4 Rohstoffe von einer Sorte abgebe. Zum Beispiel, wenn ich 4 Kakao, Kartoffeln oder Mais jetzt hier habe und die abgebe, darf ich mir ein Lama kaufen, was dieses Symbol quasi hat. Dann nehme ich mir in dem Fall die oberste Karte des Stapels, würde ein Lama hier auch bei mir auf dem Feld platzieren und hätte dann die Punkte. Wichtig ist, ich darf niemals ein Lama überbauen, weil es ist auch ganz gut. Freihängend haben wir ja schon gesehen, aber wenn ich jetzt hier bauen will, funktioniert nicht so richtig. Ich kann aber anstatt auch 4 Rohstoffe abgeben, kann ich auch natürlich eine beliebige Kombination an Rohstoffen und Münzen abgeben. Dabei muss ich
jedes Rohstoff quasi gegen 2 Münzen tauschen. Ich kann also zum Beispiel auch einfach 8 Münzen ausgeben, um einen Lama zu kaufen. Oder ein Mais und 6, 2 Mais und 4, 3 Mais und 1, wie es beliebt. So, das war da drauf. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und spielen 2-3 Züge, damit wir so ein bisschen in den Flow reinkommen, ja, wie das Spiel funktioniert. Möchtest du denn anfangen? Ja, unbedingt. Genau. Dann hast du hier den Startspielerstab. Okay. Ich glaube, ich werde mir zuerst einen Arbeiter schnappen und irgendwie versuchen, ein Dorf zu überbauen und mir gleichzeitig noch ein weiteres Dorf zu holen. Ich probiere es mal damit. Und vielleicht versuchen wir es einfach mal so. Dann kriege ich einen Mais. Ich habe ein Dorf überbaut. Bedeutet, ich darf einen Arbeiter nehmen. Nehmen wir dann, ich habe Mais, dann würde ich, glaube ich, später ganz gerne Mais und Kakao tauschen, wie es mir beliebt. Gut, wenn wir einen Arbeiter aus der Auslage quasi wegnehmen, legen wir einen neuen Arbeiter dahin. Wir dürfen aber auch jederzeit natürlich die oberste Karte von Nachtsicht dafür kaufen. Stimmt. Ja, ich möchte auch tatsächlich direkt überbauen. Und zwar möchte ich wahrscheinlich auch ein Dorf überbauen. Und zwar möchte ich das so bauen. Kriege dadurch dann einen Kartoffel. Ein Mais und ein Arbeiter. Und ich hätte gerne diesen Arbeiter, der sagt, jedes Mal, wenn ich ein Dorf überbaue, kriege ich auch noch eine Münze dazu. Sehr schön. Ich will weiter in der zweiten Ebene erstmal bauen und möchte mir noch eine Stadt dazu holen. Überbaue Kakao, Kartoffel und Münze. So, passt doch perfekt. Wie gesagt, Kakao, Kartoffel und eine Münze. Genau. Ich könnte jetzt natürlich auch weiter auf der zweiten Ebene bauen oder auf die dritte Ebene gehen. Dabei ist es wichtig, wenn ich auf die dritte Ebene gehe, ich darf nicht dieses Plättchen nehmen und das exakt da drauf legen. Das ist leider kein legaler Spielzug. Das heißt, wenn ich das bauen wollen würde, müsste ich gucken, dass ich das irgendwie so arrangiere, dass ich hier so überbaue und dann müsste ich hier aber 2 von meinen Grundsteinen verwenden. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen stattdessen, glaube ich, tatsächlich einfach mal expandieren. Wir expandieren in diese Richtung. Wenn ich expandiere, habe ich die Chance, eine meiner Wetten zu machen. Und ich möchte einfach darauf wetten, dass ich 6 Lamas frei platzieren kriege. Mhm. Okay, und ich möchte auch endlich mal expandieren, weil ich definitiv wetten möchte. Und zwar schnappe ich mir das und baue es so an. Und ich wette darauf, dass ich am Ende... Das war die Wette für die 5 ArbeiterInnen, ne? Ja. Genau. Sehr gut, da bin ich mir sehr sicher. Ja, ich möchte tatsächlich weiter überbauen diesmal. Und zwar möchte ich mir dieses Plättchen hier schnappen. Und ich überbaue... in diese Richtung, schnapp mir 2... Kartoffeln und ein Kakao. Alles klar. Und ich möchte... Ich habe ganz vergessen, dadurch, dass du Startspieler warst, kriege ich ja eine Münze. Stimmt. Am Anfang des Spiels. Weil der Startspieler ja mit 0 startet, der nächste mit 1, bei weiteren Spielen dann mit 2 und 3 Münzen. Ich behaupte, das hast du jetzt ausgedacht.
Genau, ich möchte das hier so. Funktioniert das, wenn ich das jetzt hier so rauflege, dass ich dann. Halt drei Felder. Genau, aber dass ich beide dann hier quasi damit überbaue. Nein, und deine Grundsteine überbauen nichts. Na, okay. Das ist ja ärgerlich. Gut, dann mache ich das doch nicht. Dann expandiere ich doch erstmal noch. Und zwar mit noch mehr Städten und Kartoffeln. Gehen wir mal in diese Richtung. Und ich wette darauf, weil ich jetzt so viel Mais liegen habe, dass ich die Maiswette machst, die nicht da ist. Die nicht da ist, merke ich auch. Aber ich kann es ja mit Kakao tauschen. Also gehe ich doch da drauf. Auf die Kakao-Wette. Das ist genau. Durchaus ein valider Plan. Ich möchte überbauen weiterhin. Ich nehme dazu einen Grundstein, lege den hier hin, damit ich hier überbauen kann. Ich baue mir ein Dorf, ein Mais und eine Kartoffel. Mais, Kartoffel und ich hole mir den Arbeiter, der sagt, dass ich Kartoffeln gegen Kakao tauschen kann und ich möchte zeitgleich 4 Kartoffeln eintauschen, 1, 2, 3, 4, gegen ein Lama. Das heißt, ich lege die 4 zurück, ich kaufe mir eine Lama-Karte und muss jetzt ein Lama platzieren bei mir. Und ich sage, ich platziere dieses Lama tatsächlich hier hin. Alles klar. So, und ich habe gerade gesehen, dass das, glaube ich, ganz gut passt. Wenn ich das hier so überbaue, dann habe ich 2 Städte und einen Mais darunter. Das heißt, genau. Ich darf mir 2 Arbeiter innehmen und einen Mais. Also ein bisschen mehr zu erwirtschaften ist doch gar nicht schlecht, oder? Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Genau, wenn du da 2 Maisfelder zeitgleich überbaust, kriegst du einen dritten Mais. Ja, perfekt. Und fülle ich erst auf oder kann ich erst eine verdeckte ziehen? Oder ist das egal? Ich glaube, du füllst erst auf. Alles klar. Kakao. Ich ziehe eine verdeckte, mal gucken, was kommt. Kartoffel und Kakao. Okay. Ich sollte mir auf Kakao setzen. Definitiv solltest du mir auf Kakao setzen. Vor allem, wenn ich die Kakao-Wette abgeschlossen habe. So, ich möchte natürlich weiterbauen. Und zwar möchte ich diesmal, glaube ich, expandieren. Genau, ich habe ein bisschen geärgert, weil wir eigentlich nur das Produkt haben. Und zwar möchte ich mit diesem Plättchen hier expandieren. Und zwar. Ne, wir haben also eine an der Verkauf. In jetzt ist die Frage, ob wir uns da irgendwie mit einigen können. Weil das für uns natürlich diese Richtung. Echt nicht gut. Mhm. Ja, ohne dabei mein Dorf zu zerstören. Wenn ich expandiere, könnte ich eine Wette abschließen. Ich nehme die Kartoffelwette. Ich. Ganz wichtig, denk dran, das Spiel endet, sobald einer von diesen Lama-Stapeln leer ist. Ja, stimmt. Quasi. Okay. Ich überbaue das hier jetzt so, muss dann ein Plättchen unterschieben und bekomme 2 Mais, also ich bekomme 3 Mais. Weil ich ja. Perfekt. Und. Ich kann mir einen Maislama holen. Genau, eine Korrektur. Das Spiel endet nicht, wenn ein Stapel leer ist, sondern wenn 2 Stapel leer sind oder nur noch 4 von den Anbauplättchen da sind. So, und dann endet das Spiel. Lama platzieren. Ah, und stört es mich dann am wenigsten. Ich gehe jetzt einfach mal von hier aus. Du gehst von da aus. Okay. Ja. Ich möchte tatsächlich.
möchte, in welche Richtung möchte ich expandieren oder überbauen. Ich möchte mit diesem Plättchen, möchte ich das war so überbauen und kriege dadurch eine Münze und einen Kakao. Ich möchte auch die zwei Kakao, die ich habe, einfach direkt tauschen gegen zwei Kartoffeln. Okay. Ich habe eben gerade einen unklugen Spielzug gemacht habe, aber das ist hoffentlich verkraftbar. So, ich expandiere. Es muss ja lückenlos sein, richtig? Es muss mehr oder weniger lückenlos sein. Okay. Also du kannst auch Lücken anbauen quasi, darfst die nur nicht überbauen. Mhm. Mhm. Passt das? Ja, das ist ja eine ganz ungünstige Form hier. Dann machen wir es erstmal so. Und ich darf eine Wette abschließen. Ich glaube, ich wette erstmal nicht. Ja, das darfst du auch jederzeit einfach nicht wetten. Ich möchte weiter überbauen, natürlich. Ich bin ein sehr fleißiger Überbauer. Und ich möchte tatsächlich... Möchte ich so überbauen, kriege zwei Kartoffeln dadurch. Und tausche einfach direkt alle vier Kartoffeln, die ich habe, gegen einen Kartoffellama. Das Kartoffellama. Und platziere dann wieder ein Lama bei mir. Und platziere dieses so. Perfekt. Und ich brauche ganz dringend Mais, merke ich wieder. Und kann hoffentlich den Fehler von eben beheben. Deswegen, doch, das geht ja. Überbaue ich das so. Bekomme drei Mais. Hab damit wieder meine vier Mais voll und kann sie ja tauschen 1:1 gegen Kakao. Und dann kann ich endlich auf meine Wette hinarbeiten. So. Dass ich auch genug Kakao-Lamas habe. Ja, das kannst du in der Tat. Und ich würde sagen, ich mache noch einen Zug und dann haben wir auch schon genug Ausblick gegeben, wie das Spiel insgesamt funktioniert. Und wenn ich jetzt noch einen Zug mache, würde ich tatsächlich einfach nochmal überbauen. Und zwar würde ich diesmal so rum überbauen und mir ein Mais und eine Kartoffel gönnen. Und dann würde ich tatsächlich mir ein Mais-Lama holen. Und das auch wieder bei mir irgendwo auf einer Ebene platzieren. Stimmt, ich habe eben gar kein Lama platziert. Vergesslich. Und dieses würde ich tatsächlich dieses Mal hier platzieren. Perfekt. Ja, nachdem wir jetzt ein paar Züge gespielt haben, wie findest du es da? Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr unterhaltsam. Es ist strategischer, als ich erst dachte. Insbesondere durch die unterschiedlichen Ebenen und dass man tatsächlich relativ schnell reinkommen oder reinkommen muss, wie man die Teilchen ansetzt. Aber ich finde, es hat schöne Spielmechanismen, schöne Taktiken, die man fahren kann, vor allem, weil es so unterschiedliche Wege gibt, Siegpunkte zu bekommen. Ja, ich finde es auch super. Ich mag das Puzzling-Element so ein bisschen, wie man die Teile anlegt, wo man sie drauflegt, was man darf, was man nicht darf. Besonders cool finde ich, dass es eine Expertenvariante noch gibt mit schärferen Wetten. Es gibt noch eine andere Wettvariante, dass man nicht der erste oder der dritte, der darauf wettet, sondern wer mehr Wetten auf dieselbe Karte setzt, kriegt auch mehr Punkte. Und die Variante, dass man einfach ohne Wetten spielt, wenn man mit vielleicht kleineren Kindern spielt, immer einfach nur so ein bisschen dieses Puzzle mitzumachen. Finde ich ganz cool. Und zudem sieht es auch noch extrem süß aus. Ich meine, wer die Lamas nicht? Lamas sind super. Lamas sind toll.